4, 3, 2, 1, 0. Kilometers. Strap-ons separated. The strap-ons have separated, which will burn till 1 minute 50 seconds. इस क्रम में अगड़ा PS1 स्टेज को पृथक किया जाएगा तथा PS2 स्टेज का प्रज्वलन स्टेज सेपरेटेड सेकंड स्टेज इंजन स्टार्टेड इग्निशन ऑफ द सेकंड स्टेज हैज बीन कंफर्म्ड सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल Ja, Glück auf, ihr Lieben. Willkommen zurück zum zweiten Teil von Schwingung des Kosmos 45. Das Thema ist immer noch Mineralien und Erze. Ja, ihr kennt euch ja inzwischen aus. Lasst einen Daumen nach oben da. Kommentar nehme ich gerne mit für das gute Engagement und den YouTube-Algorithmus. Und wenn es nur ein Smiley ist, freue ich mich. Ja, weiter zum Thema. Los geht's. Ja, wir schauen uns ein bisschen den Kreislauf an, wie die verschiedenen Dämpfe und Mineralien entstehen. Wir haben ja gelernt, dass das ein großer Kreislauf ist und wir fangen hier mal oben an. Trockene Dämpfe, brennbare Materialien, die von der Erdoberfläche stammen, steigen bei geeigneten Bedingungen zur Ionosphäre und zum überlunaren Bereich, also dem Bereich über dem Mond, auf. Aufgrund ihrer sehr geringen Dichte steigen die auf. Ja, das kennen wir, also so ein Heliumballon, ne, die gute Antigravitationsmaschine, steigt aufgrund der geringen Dichte und alles, was eine höhere Dichte hat, sinkt nach unten, immer im Verhältnis zur Luft oder zum Wasser, je nachdem, in welchem Element man sich befindet. Dort oben kondensieren sie nach Erreichen einer oberen Grenze, beginnen wieder zu fallen und entzünden sich, wodurch die himmlischen Phänomene, also sowas wie Sternschnuppen, entstehen. Die Luft in der Atmosphäre besteht aus zwei Arten von Dämpfen, den trockenen und den feuchten, das haben wir bereits gelernt. In der Troposphäre verursacht der feuchte Regen den Wasserzyklus, während der trockene den Wind verursacht. Wenn trockene Dämpfe in der Atmosphäre überwiegen, entsteht Wind. Wenn wir eine große Menge trockener Dämpfe mit einem Fluss haben, der durch enge Durchgänge von flüssigen Dämpfen muss, haben wir zyklonische Effekte und Windturbulenzen aufgrund der Fluidmechanik. Die feuchten Dämpfe verursachen Regen, wenn sie überwiegen. Wenn trockene Dämpfe in diesen feuchten bzw. dann mehr oder weniger flüssigen Dämpfen eingeschlossen sind und aufgrund von Druck gewaltsam entweichen, erzeugen sie ein Glanz, ein Licht und ein Geräusch. Wir kennen das als Blitz und Donner. Wenn die Explosion aufgrund von feuchten bzw. flüssigen Dämpfen stattgefunden hat, haben wir die Schaffung von Wasser und eine gewaltige Hitzewelle und einen Schmelzversuch des Bodens in den umliegenden Gebieten. Nach einem solchen Erdbeben haben wir einen Aufruf oder eine Ansammlung von Wasser an die Oberfläche aus einigen Auslässen, die geschaffen wurden oder bereits existierten. Etwas, das wir als Vulkan oder vulkanischen Ausbruch bezeichnen. Die Erde atmet periodisch ein und aus, was dazu führt, dass die Dämpfe entweder aus dem Boden und dem Untergrund in die Atmosphäre aufsteigen oder aus der Atmosphäre in den Boden und Untergrund absteigen. Das haben wir in der vorgehenden Episode bzw. den Episoden davor gelernt. Das ist dieser Ein- und Ausatmeffekt, der auch von Mond und Sonne beeinflusst wird. Wenn die Dämpfe unterirdisch werden, sammeln sie sich in Vertiefungen des Bodens und auch im Inneren der Felsen. Mineralgesteine entstehen, weil die trockenen Dämpfe dort wirkten und chemische Reaktionen im Inneren des Gesteins auslösten, wodurch das Mineralgestein entstand. Metallische Minerale entstehen, weil flüssige Dämpfe dort wirkten und andere chemische Reaktionen auslösten, wodurch das Gestein in ein Mineralmetall umgewandelt wurde. Wenn das unterirdische Gemisch von Dämpfen, Trockenen oder Feucht einen Sättigungszustand erreicht, dann kommt es zu einem Ausbruch und wir haben eine Entstehung einer seismischen Vibration, also in einem Erdbeben. Ja, hier ist das Periodensystem mit Elemente zu sehen.
Die Edelgase befinden sich aufgrund ihrer geringen Dichte an den höchsten Punkten der Ionosphäre und sind damit Elemente des Feuers und natürlich der Luft. Die reaktiven Nichtmetalle sind aufgrund ihrer größeren Dichte in den unteren Schichten der Atmosphäre zu finden, aber aufgrund ihrer Reaktionseigenschaften sind sie ebenfalls Elemente des Feuers und der Luft. Die Mineralgesteine wurden durch die Wirkung von trockenen Dämpfen geschaffen, die sie vollständig verbrauchten, als sie von Gestein zu Mineralgestein umgewandelt wurden. Daher sind sie jetzt ein Element von Land und Wasser. Metalle aller Art entstanden durch die Wirkung von flüssigen bzw. feuchten Dämpfen, die sie vollständig verbrauchten, als sie von Gestein zu Mineralmetall umgewandelt wurden. Daher sind sie jetzt ein Element von Land und Feuer. Ja, ich finde es schön, dass man oder dass der Autor des Buches die verschiedenen Elemente bzw. die nicht die Elemente, sondern die Metalle und die Steine, Erze etc. Mineralien in die Elemente einteilen kann, was mir sehr gut gefällt, denn die Elemente, ja, die vier Elemente kennt jeder, sind eine Grundstruktur unserer Welt und daraufhin sollte man auch alles, was existiert, dahingehend kategorisieren. Und hier hat er eine Möglichkeit gefunden, das zu tun. Einmal mit der Dichte und wo sie aktiv sind und natürlich auch aufgrund der Reaktionseigenschaften. Für mich wieder was Schönes dazugelernt und eine schöne Sichtweise der Dinge, die mir sehr, sehr gut gefällt. Ja, das war's zum Teil 45. Beziehungsweise zu Schwingung des Kosmos 45 Teil 2. Als nächstes werden wir uns anschauen, was außerhalb der Mondscheibe liegt. Ja, da das Spiegelbild der Erde, der Mond, ja ein bisschen konvex ist, sind die Ränder ein wenig abgeschnitten. Die kann man mit Bildtechnik aufklappen und wir schauen uns mal an, ob wir noch ein paar Länder finden, die selbst auf der Mondkarte mit dem bloßen Auge nicht zu sehen sind. Wird auf jeden Fall interessant. Und dann haben wir noch zwei Teile. Dann ist die Reihe Schwingung des Kosmos auch abgeschlossen. Und zumindest Buch 5. Wer weiß, ob er noch ein Buch 6 bringt. Ich freue mich auf jeden Fall. Und die zweite Sache, die ich noch ankündigen möchte, sobald das Wetter ein bisschen besser ist, das waren jetzt irgendwie in der Nacht minus 4 Grad, sobald das Wetter ein bisschen besser ist, gehe ich auf die Straße und werde ein paar Interviews führen. Wie gesagt, da freue ich mich ganz besonders drauf. Ein Kameramann gibt es jetzt inzwischen, schauen wir mal. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst es euch gut gehen. Schönen Abend. Bis bald.